Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir, den Kabin. Wir sind hier im Schneebiom, denn wir haben gestern hier die ersten Maschinen aufgestellt, dass wir Titan und so zusammenkriegen. Wie gesagt, da muss noch ein bisschen mehr, weil für 4 Maschinen brauchst du hier hinten nicht hindüsen. Aber die stehen erstmal. Erstmal können wir gucken, wie viel da rausdrehen. Das ist schon mal was. Das ist doch schon mal Judith. Aber wenn wir schon mal hier sind, könnten wir ja rein theoretisch schon mal ein bisschen looten. Ich muss mir unbedingt angewöhnen. Warten Sie mal, kann ich das nicht? Warte mal, das machen wir noch. Ich habe ja ein kleines Problem. Und zwar lebenstechnischerweise. Energy. Wenn ich mir jetzt so genau hinstelle. Und was ja nie so schlecht wäre. Steine habe ich auch. Was war der dritte? Ach, Äste und Blätter. Äste und Blätter. Äste und Blätter. Was hätte er? Auf keinen Fall Äste und Blätter. Sorry. Aber es war wichtig. Du kommst mit mir. Ein sterbender Schwan. Oder ein toter Schwan. Das ist ja eher. Gut, also, ich brauche jetzt Äste. Lasst uns sammeln ein paar Äste. So, hab ich. So, jetzt fehlen bloß noch Blätter. Zerschroten brauche ich das nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wenn ich das nämlich denn bei uns oben aufbaue. Ich trägt mir auch nicht mehr zum Snacken machen. Ein Keulchen oder so. Wenn ich habe. Dann quasi unser Leben will ein bisschen hochwaffen. Und dann bin ich auch wieder eins wie Autonoma. Oh, reicht schon. So raus jetzt. Ich habe hier noch Platz auf meinem Panzer. Der ist nämlich begrenzt. Der Platz. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht mehr hochpasst. Genau das. Ah, da, das reicht mir ja schon. Braucht das ja nicht. Braucht das ja nur zum Brutzeln. Wisst ihr ja so. So hat, wenn ich das habe. So, ah, siehst du, bloß die Keule war zum Futtern. War doch auf der Rippen. Mensch. So, das heißt, ich kann jetzt looten. Oh, ich könnte so ja nur eine hinstellen. Ich könnte nur eine hinstellen, wenn ich das könnte. Ich glaube, dann muss ich nochmal sammeln gehen. Aber das können wir ja nebenbei machen. Kann man da rein? Oh, nicht schon wieder so ein Dude. Nee, nee. Jetzt kriegst du dich in den Sack. Killer Mann, du. Vermöge dich nach Strich und Fahren. Aua. Oder andersrum. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich versuche mein Bestes. Runde 2! Naja, gut. Gut. Kriegst du bloß immer was Goldenes. Vielleicht, wie gesagt, kriegst du meine Teile zusammen. Deswegen sollte ich das auch nutzen. Klopperei! Offenbaren hoch! Oh, Zwillinge. Reihe. Was geht's los? Oh, oh! Das ging ja schnell. Widerstand ist zwecklos. Das haben sie gerade mitgekriegt. War schwer für die. So, das Doofe ist, diese Kartoffelchips krieg ja bloß, die Leiterplatten krieg ja nur, wenn ich Sachen auseinandernehme. Hallo, wer tretet und stampft, der wird in den Boden gestampft. Nee, nee. Also rein theoretisch müsste der ja richtig am Arsch sein, weil Feuer und so. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht für die hier so gut ist. Oh, Moment mal. Ist kurz. Oh, nee. Na ja, gut. Wir können ja erstmal hier die verfrühen. Und dann das umsetzen, was ich vorhabe. Warten Sie mal. So, jetzt muss das da rein. Bitte, da ist das. Naja. Naja, gut. Ist ja noch nichts verstärkt technischerweise drin, ne? Also. Also, ich habe eigentlich gedacht, dadurch, dass er mit einem Schnipper getroffen wird, hat da schon ein paar Probleme. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Er scheint es wegzustecken. Und zwar besser als sie.
Moins. Sind sie wach? Jetzt sind sie richtig wach. Jetzt gerade noch nicht. Ah, vielleicht auf der anderen Seite. Matrix-Style. Pause schalten. Ich wollte erst sagen, nö, aber doch, doch, hier brauche ich mir nicht mehr herstellen. Zwar keine Munition dafür, aber naja, noch nicht. Kannst nicht auseinanderbauen. Schade. La, 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 la. Ja. Hast du das versucht? Ist aber dran gescheitert. Komm, steh mal auf. Nee, komm mal eher hierher. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die kaputt mache. Nee. Also, ich sag mal so, wir haben zwar jetzt was gekriegt, aber das ist jetzt auch nie so, dass ich sage, hups. Nicht da? Hab ich nie gesagt. Klopf dich zurück in S-Bahn, du. Virulant, du. Stinkerfritze. So. Naja, gut. Ich glaube, dann ziehen wir mal ein bisschen weiter, wa? Also. Was fehlt uns jetzt? Immer noch ein paar Nähe, ein paar Stangen fehlen uns. Oh, die haben wir zusammen. Die Batterie fehlt uns. Das heißt, unser Traum einer weiteren Maschinerie ist gerade in den Lokus gefallen. Würde ich jetzt erstmal so sagen. Das sei, wir finden, wie gesagt, eine Batterie. Also. Jupp, da haben wir schon unseren ersten Kandidaten. Merkst du nämlich, die sind mir schneller tot. Weil die eben halt nicht in diesem Biom drin gehören. Frische Luft. Was denn? Wo denn? Hier bin ich. Und außerdem so ein Feuerhut gehört hier drin. Der wäre ja hier der Boss. Aber erstmal müssen die dran kommen. Daneben. Ja gut, dann muss ich da wohl nochmal in die Gebäude drin schauen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir das da finden werden. Meine Tendenz sagt eher nein. Ich trete euch aus dem Leben. Hat er gedacht, er kann jetzt Matrix-Style ausweichen? Hat ja fast funktioniert. Ja, doch. Schnell zu Karre, nochmal leer machen. Wie gesagt, ich habe eigentlich damit ja gerechnet, dass ich da rennen kann, aber naja, gut. Was eben halt nie ist, ist eben halt nie, ne? Kann sie nichts machen. Obwohl, die kann eigentlich da rennen. Schnauze! Oh, meine Konzentration. So schmeiß ich das Falsche rein. Brauche ich. Den Helm brauche ich nicht, den brauche ich nicht. Verkabelung brauche ich nicht. Der Rest bleibt schön da, wo es ist. Moins. Kommen Sie mal bitte raus. 15 Uhr. Also müsste ich mal auch wieder den Heimweg antreten, wa? Es sei, ich krieg was Schönes. Aber bis jetzt sieht es nicht danach aus. Mehr Bums als sein. Oder so. Naja. Ist jetzt nicht, dass ich sage. Naja, pass auf. Wir machen jetzt nach Hause. Weil das, was wir machen wollten, haben wir geschafft. Wir kommen ja so oder so nochmal wieder. Und diesmal mit ein bisschen mehr Zeit. Hier könnte eigentlich auch. Hier kicken wir nochmal schnell hin. Der müsste. Die müssten schneller tot sein als die Bosties. Das ist jetzt doof. Ich bin genau in der Mitte, da wo ich nie hin will. Muss ich aber gut unter Kontrolle halten. Der Schied. Oh, der Schied geht jetzt mal kurz darin. Der Schied muss mal kicken, was da
abgeht. Das war ja clever von mir. Na gut, das ist aber bloß Bauzeug. Also ich habe eigentlich hiermit gerechnet, vielleicht hätten wir hier Gartenzeug oder so gefunden. Was ich ja zum Pflanzen brauche. Aber das ist ein anderes Ding. Oh. Oh, 16 Uhr, jetzt muss ich aber wirklich. Naja, gut. Ich wollte, aber ich habe keine Zeit, wie gesagt. Wir haben keine Munition oder nichts. Also muss ja erstmal halt ingesackt werden und produziert werden und so. Ich hab ja nix. Sag mal, was ist denn hier? Aber das geht nochmal schneller. Ach so. Munition. Das kriegen wir doch alle drin. Die können ja nicht. Und was ist das denn? Was droht das? Ein Speer? Schaden 67. Entschuldigung. Jetzt ist es zu spät. Gut. Mein Handschuh ist natürlich jetzt besser, weil. Erstmal ist das für enge Räume besser. Eindeutig besser. Aber das will er, was ich haben kann und haben will. Na, komm mal hier. Ja. Boom. Knack, knack. Naja. So, haben wir das. Mach man hier so abkürzen? Naja. Abkürzen, ja, aber nie so gut für die Bandscheibe. So, jetzt wollte ich eigentlich kicken. Da. Warum nicht? Also, ich könnte jetzt nochmal schnell. Wieso, warte, mach ich hoch. Scheiß drauf. Wir fahren nochmal schnell zurück und. Ich bin gleich wieder zurück. Ich muss mal kurz mein Portemonnaie fragen, ob Hallo und so, ob das möglich wäre. Ich würde mal sagen, wir drehen nochmal schnell um. Ich glaube, damit seid ihr doch einverstanden, oder? Schließlich würde für uns bedeuten, mehr Nägel. Und wir sind ja noch nicht so weit. Man muss sich doch Prioritäten setzen. 17 Uhr. Naja, gut. Auf jeden Fall, wenn wir zurückkommen, dürfte das alles fertig sein hier, eisenmäßig. Es wäre auch schön jetzt, wenn ein paar Maschinen schon fertig sind. Aber so schnell geht das nicht. So. Platzieren. Ah, seht ihr. Verbleibende Zeit 9 Stunden. Verbleibende Zeit 9 Stunden. Also muss ich lohnen, also ich gehe. Na gut, ich brauche das aber. Wie gesagt, ich hoffe, dass das dann auch Titan und Schwefel da drin ist. Dass ich das auch lohnt, dass ich dann auch eben halt das Munitionsproblem angehen kann. Weil ständig Munition kaufen ist, ich sag mal so, ist nicht möglich. Also ist möglich, aber nicht in rauen Mengen. Jedenfalls nicht in diesen Mengen, die ich brauche. Hallo. Ja, jetzt, das war das letzte Mal. Also erstmal. Würde ich jetzt erstmal bauen. Also, das haben wir jetzt auch geschafft. Gut, ich fahre uns jetzt so schnell nach Hause und dann machen wir da weiter, ne? Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Wir sind kurz vor zu Hause. Also, wie man sieht. Und, das hat ein bisschen länger gedauert, weil ich habe nämlich gleichzeitig schon das Eisen schon ein bisschen eingesammelt und, Grünzeug. Äste technischerweise, dass wir das einschmelzen können. Habe ich gedacht, gute Idee und so. Dann brauchen wir nicht so viele Suchen. Aber, Alter, wir brauchen mehr Öltürme und eben halt die anderen. Ist ja wohl klar, war, dass es sich erstmal rentieren tut und zweitens, was das frisst ganz schön Benzin. Das hat ganz schön viele verschlungen. Ich habe nämlich jetzt bloß noch 400 Benzin, wenn ich das richtig gesehen habe und die sind gerade im Tank drin.
sprich Flammenwerfer. Schauen wir mal. Und dann muss ich erstmal gucken, ob das sich so mit der Hinstellung, weil wir hatten ja vorher mit den Panels immer links, immer rechts, immer links, so dass sie in jede Richtung abgeknopft werden können. Aber jetzt sieht ihr alle in jede Richtung. Mal gucken, ob das so funktioniert. Und wie gesagt, wir haben ja unsere Fallen noch nicht aufgewertet auf Titan. Ist ja nicht möglich gewesen. Oh, wir haben jetzt. Ja doch, wir haben ja jetzt ein bisschen Titan. Also ein oder zwei Fallen können wir wahrscheinlich so ja schon. Vielleicht aber auch nicht. Wertenderweise. So, jetzt muss ich hier rum, wa? Mich deucht's. Ich glaube, ich muss hier rum. Nee, das ist falsch. Naja, nicht ganz falsch. Das ist richtig falsch. Ah. Weil ich muss ja dahin. Da ist unsere Base. Aber ich muss ja eh hier lang. Ich muss ja auch nochmal das Öl einsacken. Ich hoffe, dass der fertig ist. Wenn nicht, dann ganz doof in eine Röhre. Das zeige ich euch. Aber das wird wahrscheinlich nicht so schlimm. Das ist alles gut. Die pumpen immer noch! Die Schweine, die pumpen immer noch! Das kann doch nicht wahr sein. Wir sind jetzt. Wir sind doch schon 1-2 Sekunden weg. Wie lange dauert denn das noch? Das kann doch nicht wahr sein. Kruzifix. 3 Stunden noch. Ja, ich kacke im Kreis. Naja, gut. Ich habe gedacht, so wie es pro. Na gut, ich war auch sehr, sehr spät unterwegs. Also 9 Uhr. Ja, gut. Das ist schon nicht so zeitgünstig. Wie gesagt, normalerweise müssen sie frühs und abends immer leeren. Naja, schauen wir mal. Und der sieht das natürlich jetzt. Jetzt ein bisschen. Naja, ich würde mal sagen, nicht so optimal. Aber das ist halt bloß eine Sache der Ewigen. Sehen Sie? Das Ding repariert auch gleich mein Panzer? Nee, sie müssen außen rum. Das geht so nicht. Immer schön die Pfeile nutzen, ja? Nee, das ist falsch. Ich brauche R. Das ist nicht viel. Das ist ja nicht viel. Aber hier vielleicht? Hat sich da noch irgendwas verkühlt? Die Panels tun das, was sie sollen. Und zwar, die Panels schwingen in beide Richtungen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, was der Strom sagen tut. Willst du mich verarschen? Willst du mich verhumpen? Das ist alles deaktiviert. Was willst du von mir? Warum kommt denn da kein Strom drin? Du willst mich verarschen, oder? Ey, das kann nicht wahr sein. Die können doch nicht alle kaputt sein. Nö, die laufen doch. Was ist denn hier los? Naja, gut, war, dann würde ich mal sagen, also schockermäßig, das wird jetzt heute schockierend. Also, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch alles deaktiviert. Deaktiviert. Muss aktivieren, muss auch aktivieren. Ist alles deaktiviert. Jetzt kann ich nochmal die ganze Kabel an. Gut, das bringt mir jetzt zwar überhaupt nichts, aber. Das ist doch doof, ist das da. So, warte mal, ich mache jetzt alle Kabellagen ab und so und dann gehen wir mal nach. Hey, das ist ja mal richtig kacke, ist das da. Ach, übrigens, ich habe einen Test gemacht. Springenderweise, hier Wasser und so. Gar kein Problem. Gar kein Problem, sag ich euch. So, das ist jetzt alles abgeklebt. So, warte mal. So, what? Warum da kein Strom drin? Das ist ja nicht normal. Warte mal, ich muss mich erstmal um den Hannes hier kümmern. Schön, dass sie so weit gekommen sind, aber das war nicht so geplant. Und ich habe jetzt auch keine Zeit für sie. Toll, jetzt kann ich nochmal hochrennen.
Hey, Junge, 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 ich bin jetzt ein bisschen gerade nicht amused. Ich darf vergessen abzuklimmen. Er ist jetzt wieder dran, das ist ja klar. Ich wollte jetzt gerade sagen, ist der jetzt doppelt angeklemmt oder was? So, der ist ja auch nicht an Strom dran. Ach, hier, der ist ja noch dran hier. Oder hier, motormäßig. Jetzt fangen die auch erst an zu brennen, Alter. Was ist denn das für ein Blödsinn, ist das da? Blödsinn! Würde ich mal sagen, dass da überhaupt noch ein bisschen... Der ist ja hier nicht angeschlossen. Dass da jetzt überhaupt mal ein bisschen Saft noch rinkommt tut. So auf dem schnellen Otto. Werde ich mal sagen, ich werde die ganzen... die jetzt hier da anschließen. Das ist ja natürlich richtig geil, Alter. Von der Sicht hoch. Dass die ganzen... hier erstmal abgeklemmt werden und dann da angeklemmt werden. Das heißt, ich muss nach der Horde stromtechnischerweise alles umklemmen. Ich werde die Batterien auch ein bisschen auch weiter auseinander machen. Das ist ja natürlich mein Fehler. Das ist mein Fehler, ist klar. Ist korrekt. So wie gesagt, da ist ja alles voll, aber erstmal hier muss. Da muss rinnen, da muss voll rinnen, muss da. Warte mal, ich mach mal hier drin. Ich sehe da nicht, dass da irgendwas drin kommt, tut. Keine Ahnung. Warte mal, ich mach das mal nochmal neu. Der muss ja hier vorne ran. Genau. So, der muss dann quasi in die nächste Batterie. Ne, ist doch richtig, ist auch korrekt alles. So. Und der muss quasi in der rein, ne? Ist doch korrekt, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Bug ist. Weil wahrscheinlich habe ich irgendwie Scheiße gebaut. Ganz große Kacke. Aber das hat doch vorher auch funktioniert. Das wird jetzt auch weniger. Warum wird jetzt auch immer weniger? Das Ding war doch voll. Hä? Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. In meinem Kopf. Naja, ich sag mal so, Benzin ist ja schön und gut, wa? Aber, das bringt ja alles nichts, wenn hier kein Strom da ist, ne? Also, das ist jetzt ein wenig plemplem. Ja, von dem wird jetzt hier noch hinkommen. Ey, da kommt doch nichts drin. Gib mal, da passiert nichts. Denn das ist jetzt so. Ich werde das Ding jetzt anklemmen, werde das jetzt voll unter Strom setzen und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Bei 400. Weil das bringt mir ja nichts. Gut, dann habe ich zwar kein Flammi, aber ja, ohne Strom ist auch kacke. Warte mal, ich klemme das hier oben ran. Ja, das müsste jetzt von da nach da hin. Was haben wir gleich? Sicht verändern. Füllen. Und das Jutste denn darin schmecken. Wo ist denn das Jutste? Da ist das Jutste. Es tut mir leid. Vielleicht wird das da hinten nochmal fertig, dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Das ist ja mord. Ah, jetzt kommt da ein bisschen was drin. Versteht ihr nicht. Ich werde die abbauen und werde die dann alle nochmal neu klemmen. Also hinten in den Raum. Also die kommen, die ganzen Batterien kommen hier jetzt weg. Die kommen jetzt hier hinten in den Raum drin. Kommt das Bücherregal da hinten hin? Das mache ich jetzt ja gleich. Dann sind gut. Ah, das wird eine spannende Horde, zeige ich euch. Wie gesagt, ich habe immer noch Panik, dass ich hier irgendwas falsch abbaue. Und dann erstmal in der Etage tiefer bin. Ja, ja, ja. So, hier und dann ist es gut. Na gut, Leute, pass auf. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Ich versuche jetzt noch ein bisschen Strom drin zu kriegen, ein bisschen Munition drin zu kriegen. Also das Übliche ist hier alles soweit vorhanden. Drückt mir die Daumen, macht euch einen schönen Tag, ich bin raus. Tschüss.